Madame la conseillère fédérale, messieurs les conseillers fédéraux, mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à cette conférence de presse qui sera consacrée au thème du coronavirus et aux décisions prises par le Conseil fédéral ce jour. Pour également parler de ce thème, sont à votre disposition au premier rang plusieurs personnes pour répondre aux questions. Madame Virginie Masseret, la chef de la section contrôle, chef de la section contrôle de l'infection de l'Office fédéral de la santé publique. Madame Colette Nova, vice-directrice de l'Office fédéral de la santé publique, de l'OFAS, pardon, responsable du domaine AVS, prévoyance professionnelle et PC. Ainsi que M. Thomas Huslich, le chef de l'armée, M. Mathias Raymond, le directeur de l'Office fédéral de des sports, M. Boris Turcher, le chef de la direction du travail du SECO, ainsi que M. Serge Gaillard, le directeur de l'administration des finances. Avant de passer à cette conférence de presse, bien sûr, comme d'habitude, quelques informations. Vous avez reçu l'ensemble des communications qui vous étaient destinées aujourd'hui. Tous les communiqués de presse ont été publiés, à l'exception de ceux qui concernent bien sûr cette conférence de presse. Mais est-ce que vous avez des questions concernant la séance du Conseil fédéral qui s'est déroulée aujourd'hui? Monsieur Wacker. Der Bundesrat, das Zwischenergebnis der amerikanischen Wahlen beobachtet, verfolgt, kommentiert es. Da hat sich ja der eine der beiden Kandidaten bereits mehr oder weniger zum Sieger ausgerufen. Wie kommentiert der Bundesrat das? Der Bundesrat hat selbstverständlich auch diese Wahlen verfolgt, aber das Resultat liegt noch nicht vor und er wird sich eben nicht vor Ende der Resultate äußern dazu. Y a-t-il d'autres questions? Si ce n'est pas le cas, je vous propose donc de passer à notre thème du jour. Monsieur le conseiller fédéral Berset s'exprimera, suivi de Madame la conseillère fédérale et de Monsieur le conseiller fédéral. Monsieur le conseiller fédéral, vous avez la parole. Merci beaucoup, Madame la conseillère fédérale, Monsieur le conseiller fédéral, Monsieur le vice-chancelier, Mesdames, Messieurs. La situation sur le plan de l'épidémie, de la pandémie, est toujours très tendue. Vous aurez remarqué que les cas continuent d'augmenter dans tous les cantons, dans toutes les catégories d'âge. Nous avons maintenant une incidence qui est d'environ 1100 cas pour 100 000 habitants. Il y a une semaine, c'était environ 700, donc c'est en augmentation également assez forte, mais ça n'est pas non plus un doublement. Il y a des grosses différences régionales, c'est également connu, ce qui explique aussi pour quelles raisons il nous paraît judicieux de suivre ce qui se passe maintenant, avec des différences aussi qui sont prises dans les mesures. Et parallèlement aux infections, nous constatons, et c'est évidemment ce qui nous préoccupe, que les hospitalisations augmentent également, et ainsi que le nombre de personnes aux soins intensifs. Nous avons un millier d'hospitalisations qui ont été annoncées durant la semaine du 26 octobre au 1er novembre. Et nous sommes dans une situation qui est aujourd'hui celle que nous connaissions au plus fort de la première vague. Et nous avons donc une situation qui peut être parfois, dans certains endroits, très tendue aux soins intensifs. Certains hôpitaux arrivent aux limites de leur capacité, ont lancé d'ailleurs des signaux d'alerte. Cela dit, nous avons aussi des systèmes qui doivent permettre à ces hôpitaux de s'organiser entre eux pour garantir le meilleur soutien possible, ainsi qu'un bon traitement pour les patients. Et je crois qu'on voit que la situation va rester très tendue au cours des prochains jours, au cours des prochaines semaines, parce que nous savons que les nouvelles infections se répercutent quasiment automatiquement une semaine ou 10 jours plus tard sur les chiffres des hospitalisations. Cela dit, nous avons aujourd'hui environ 300 malades, personnes atteintes du coronavirus qui sont aux soins intensifs, un peu plus de 300. Nous avons environ 300 personnes qui ont d'autres pathologies, d'autres raisons d'être aux soins intensifs et environ 300 places qui sont libres. Ce sont des capacités qui peuvent être augmentées. Ce qui préoccupe aujourd'hui, ce n'est pas sur le plan suisse. Il y a vraiment des situations régionales où c'est tout différent. Et sur le plan suisse, ce qui préoccupe aujourd'hui, c'est l'augmentation, évidemment, et le fait de savoir que si cette augmentation n'est pas freinée, il y a un moment où on arrive aux limites des capacités, où elles sont dépassées, ce qu'il faut absolument éviter. Nous devons éviter une surcharge des hôpitaux. C'est dans ce sens que travaille le Conseil fédéral avec les cantons depuis le début. Il faut pour cela suffisamment de capacités hospitalières. Et il faut aussi que les hôpitaux, dans les cantons et dans tous les cantons, parce qu'il ne s'agit pas seulement de s'occuper de sa propre situation, renoncent aux opérations non urgentes pour une période avant de pouvoir déplacer les patients ou de devoir prendre des décisions plus difficiles. Nous devons aussi avoir des cantons qui s'engagent avec les cliniques privées pour mettre l'ensemble du personnel et des capacités à disposition. Quand on a un pic qui arrive, une vague comme celle qui arrive, qui se produit, c'est le moment où il faut concentrer toutes les forces pour faire face à cette situation, en sachant
sachant qu'avec les mesures prises, elle doit pouvoir ensuite rediminuer, et cette pression doit pouvoir rediminuer. J'aimerais dans ce sens ici rappeler que le Parlement a clairement donné la responsabilité au canton de garantir que sur le plan suisse, avec la collaboration entre les cantons, suffisamment de lits et de personnel existent pour faire face à cette situation. Et donc, il y a aussi une solidarité intercantonale qui doit fonctionner. Il est pour nous aujourd'hui très difficile de comprendre ou d'accepter l'idée que certains cantons continuent le plein programme d'opérations électives comme si de rien n'était. Certains se refusent aussi ou ont peut-être refusé des patients qui viennent d'autres cantons qui sont surchargés. Cette solidarité intercantonale est aujourd'hui indispensable et c'est un des éléments très importants qui nous occupe durant cette semaine. Vous savez qu'en Suisse romande, plusieurs cantons ont déjà suspendu les interventions non urgentes pour une période, inclus les cliniques privées dans leur stratégie. Ça n'est pas le cas de tous. C'est positif, ça n'est pas le cas de tous. Il faut aller beaucoup plus loin et nous sommes surpris d'ailleurs de voir que certains attendent encore, je ne parle pas ici de canton en particulier, je parle vraiment de la situation sur l'ensemble de la Suisse. Parce que nous faisons face ici à un défi de coordination, nous avons adressé aujourd'hui avec la GDK, donc avec le président de la CDS, un courrier au canton pour rappeler ses responsabilités. C'est une obligation légale fixée dans la loi Covid-19 et nous nous fondons également pour ce faire sur le concept qui existe entre H+, la conférence des directrices directeurs cantonaux de la santé et le service sanitaire coordonné de la Confédération, avec, comme vous le savez aussi, une collaboration de la REGA. S'il y a des questions encore de matériel qui se posent, des questions de médicaments qui se posent, il se trouve aussi que nous avons des stocks qui n'ont rien à voir avec ceux du printemps. Nous sommes préparés pour une période qui peut être assez difficile, mais il faut naturellement que tout puisse arriver au bon endroit, au bon moment. Ça me permet de vous donner quelques appréciations sur les effets des mesures prises. Comme je le disais tout à l'heure, nous devons reprendre le contrôle sur le nombre des nouvelles infections, et ce, de concert entre cantons et confédérations. Dès les annonces le 16 octobre, nous avons ensuite pris des mesures au Conseil fédéral. Le 18 octobre, le 28 octobre, les cantons ont également, à toute une série de dates, pris des mesures dans leur domaine de compétences et ont commence à voir, nous semble-t-il, que ces mesures ont une efficacité. Selon les chiffres du début de la semaine, la progression des nouveaux cas se ralentit un peu. Nous avons un doublement tous les 10 jours et plus tous les 7 jours. Mais là, naturellement, c'est ce qu'on voit sur le passé. Et si on regarde la situation à très court terme, on voit naturellement une évolution qui peut sembler favorable. Cela dit, il est trop tôt pour parler d'un retournement de tendance. Il faudra encore du temps pour pouvoir constater si c'est le cas ou non. Si ça n'est pas le cas, nous devrons encore agir, il faut le dire ici clairement, avec l'objectif toujours le même d'éviter sur le plan suisse national une surcharge des hospitalisations et des hôpitaux, notamment dans le domaine des soins intensifs. Nous avons aujourd'hui, vous avez vu le nombre de cas, on approche des 10 000 cas par jour. Ça n'est vraiment plus du tout un doublement depuis une semaine, ce qu'on a eu auparavant, une évolution favorable, mais qui doit nous occuper, à laquelle nous devons faire attention. Il y a aussi les tests, j'y reviens pas, le traçage des contacts, l'application Suisse Covid, qui a une évolution évidemment assez positive dans ce genre de situation. À la fin octobre, plus de 1 000 codes par jour étaient introduits dans le système. Donc on a quand même une application qui montre son efficacité et qui vient bien compléter ce que font les cantons. Et nous souhaitons donc un retournement de tendance pour pouvoir éviter la surcharge dans les hôpitaux sur le plan suisse. Les mesures prises, j'aimerais le dire ici parce que c'est un élément important pour nous aussi, nous savons à quel point les mesures qui sont prises sont difficiles. Elles sont indispensables pour limiter la propagation du virus, mais elles sont difficiles pour tous les secteurs qui sont concernés et pour l'ensemble de la société. Elles entravent fortement les activités sociales et économiques. C'est une situation très difficile pour les entreprises, pour le sport, pour le monde culturel, pour ne pas faire une liste exhaustive. Et nous sommes très conscients du fait qu'il faut un soutien pour ces domaines-là. Et pour le secteur spécifique de la culture, j'aimerais vous dire ici que j'ai invité les milieux culturels à une rencontre prochainement pour voir comment nous pouvons traverser ensemble cette situation. Parce que je sais que pour les acteurs culturels, sans non plus faire de liste exhaustive, les créateurs, les artistes, les techniciens du spectacle, pour les institutions, c'est une période qui est très, très difficile. Il y a beaucoup d'appréhension pour cette situation. Et nous avons aussi, je crois, beaucoup de compréhension pour cette situation qui est très difficile. Nous souhaitons pouvoir ensemble trouver le chemin pour mieux traverser tout cela. C'est d'autant plus difficile
difficile qu'il y a une grande frustration dans ces milieux-là, qui se sont beaucoup engagés aussi pour les concepts de protection, mais qui ont été néanmoins contraints de fermer. Ce matin, le Conseil fédéral a pris des mesures. Donc, nous avons déjà plusieurs mesures qui ont été prises pour soutenir financièrement les acteurs qui souffrent de cette situation. L'allocation pour perte de gains en est une. Et au début du mois de septembre, le Conseil fédéral a prolongé la durée de validité de l'ordonnance sur les pertes de gains. Depuis le 17 septembre, l'allocation continue d'être octroyée pour les indépendants contraints d'interrompre leur activité en raison de la fermeture de leur établissement, pour ceux qui sont concernés par l'interdiction des manifestations, également pour les parents qui doivent interrompre leur activité lucrative parce que la garde des enfants n'est plus assurée par des tiers, et c'est également le cas pour les personnes qui sont placées en quarantaine. Ces situations, et c'est important de le rappeler, couvrent les mesures prises au niveau fédéral et au niveau cantonal. Ce sont des couvertures qui tiennent aussi compte des mesures prises sur le plan cantonal. Et conformément aux vœux du Parlement, le droit aux allocations pour perte de gains a été étendu à d'autres catégories de personnes, notamment pour les personnes ayant une position assimilable à celle d'un employeur, qui seront indemnisées comme les indépendants en cas de fermeture d'établissement ou l'interdiction des manifestations. C'est également le cas pour les indépendants et les personnes qui ont une position assimilable à celle d'un employeur, qui auront aussi droit à l'allocation s'ils doivent limiter de manière significative leur activité lucrative. Donc c'est une décision qui a été prise ce matin et qui a un effet rétroactif à partir du 17 septembre. Donc il est possible pour les personnes concernées de faire des demandes auprès des caisses de compensation, et les formulaires seront disponibles sous peu. Voilà, meine Damen und Herren, die Situation ist bekannt. Die Fallzahlen steigen weiterhin stark. Wir haben auch unterschiedliche Maßnahmen in der Kantone, weil die Situation ist auch sehr vielfältig unter die Kantone. Es ist auch logisch und auch richtig, dass die Maßnahmen, die getroffen sind, die tragen Rechnung von der Situation, die vor Ort existieren. Und unser Ziel bleibt, das ist Ziel des Bundesrats, unser Ziel bleibt, schweizweit eine Überlastung des Gesundheitssystems, um Spitalsystem zu verhindern. Aber dafür braucht es eine gute Koordination und Solidarität auch zwischen Kantone. Es ist auch so gewollt, auch durch das Parlament. Wir wollen das auch, die Kantone auch. Und das heißt, dass am Moment, wo wir sind in dieser schwierigen Situation, es ist wirklich der Moment, wo die Kantone und die Spitäler müssen alles tun, um die Wahleingriffe zu reduzieren, damit die Kapazitäten sind wirklich vorhanden, um den Peak zu erleben, mit guter Situation für alle Personen, die eine Behandlung im Spital brauchen. Wir sind in der Lage, das zu tun. Es braucht aber eine bessere Solidarität und Koordination noch. Deswegen haben wir heute einen Brief geschrieben mit der Präsidentin der GDK, um das noch in Erinnerung zu rufen bei der Kanton, und werden wir das sehr genau beobachten, dass es gut funktioniert. Corona-Erwerbersatz habe ich schon erwähnt, ich will das nicht mehr auf Deutsch tun, nur um zu sagen, dass es ist auch rückwirkend auf dem 17. September 2020. Auch noch ein wichtiger Punkt, es ist im Moment befristet bis auf dem 30. Juni 2021. Voilà, wir haben alle, ich glaube, ein großes Interesse, dass die Wirtschaft so gut wie möglich weiterläuft, Arbeitsplätze erhalten bleiben, dass wir auch gute Behandlung sichern können, überall in der Spitäler, im Gesundheitssystem, dass wir auch die Anzahl Fälle wirklich reduzieren können, damit wir diese Situation, eine bessere Situation bekommen können. Und das wird uns in sehr, sehr ungewisser Zeit auch eine Perspektive geben für die nächsten Wochen und Monate. Merci, Monsieur le Conseiller fédéral. Madame la Conseillère fédérale, vous avez la parole. Ja, besten Dank, geschätzte Kollegen, Monsieur le Vice-Chancelier, sehr geehrte Damen und Herren, Medienvertreterinnen und Vertreter, Mesdames, Messieurs. La situation autour de la pandémie du COVID-19 continue de s'aggraver en Suisse, on l'a entendu. C'est pourquoi le Conseil fédéral a pris aujourd'hui de nouvelles décisions qui sont nécessaires pour surmonter cette crise. Plusieurs cantons ont présenté des requêtes officielles dans lesquelles ils demandent à l'armée de soutenir le système de santé. Il s'agit entre autres de Fribourg, Genève, Valais, Berne, Jura. Ces cantons ont informé la Confédération qu'ils atteignent leurs limites en termes de capacité, tant sur le plan du personnel que pour l'occupation des lits. Pour cette raison, ces cantons sollicitent l'aide de l'armée.
À la demande du DFI, le Conseil fédéral a décidé aujourd'hui que jusqu'à 2500 militaires peuvent être engagés pour soutenir le système de santé. L'engagement comprend notamment des prestations d'appui dans le domaine des soins et du transport des patients. Pour le Conseil fédéral, il est important que le principe de subsidiarité soit respecté. Cet aspect est essentiel. Les militaires ne peuvent être engagés que si les cantons le demandent et que si les conditions relatives à la subsidiarité sont remplies. Concrètement, cela signifie que les cantons doivent démontrer qu'ils sont arrivés au bout des possibilités d'entraide entre cantons et que tous les moyens civils ont été épuisés. Les ressources civiles comprennent la protection civile, le service civil, le service du feu ou encore les étudiants en médecine. L'engagement de l'armée au sein d'institutions ayant introduit une réduction de l'horaire du travail est quant à lui exclu. Die Armee kommt dann zum Einsatz, wenn es sie braucht und wenn zivile Mittel nicht ausreichend oder ausgeschöpft sind. Was die Armeeangehörigen betrifft, hat der Bundesrat vorgesehen, dass die Armee in erster Linie auf Freiwillige aus den Truppen zurückgreift, die für die Einsätze im Gesundheitswesen ausgebildet sind. An zweiter Stelle auf Angehörige, die zurzeit in einem Wiederholungskurs sind. Und an dritter Stelle werden dann Durchdiener eingesetzt. Die Armee kann bei Bedarf zusätzliche Formationen innerhalb von 96 Stunden zum Einsatz bringen. Nun komme ich zu den Beschlüssen des Bundesrates zur Unterstützung des Sports. Der Bundesrat hat schon früh in der Krise ein erstes Hilfspaket für die Sportverbände, Sportclubs und den Breitensport beschlossen. Insgesamt stehen für die nächsten Jahre 550 Millionen Franken zur Verfügung. Die Zahlungen für den Breiten- und den Leistungssport sind bereits im Gang. Hier sind 100 Millionen im laufenden Jahr und weitere 100 Millionen im nächsten Jahr vorgesehen. Wir werden genau beobachten, wie sich die Lage entwickelt und ob diese Unterstützung aus dem Stabilisierungspaket ausreicht. Was den professionellen und den halbprofessionellen Mannschaftssport betrifft, können ab dem 1. Dezember Darlehen ausbezahlt werden. Der Bundesrat hat heute die Verordnung dazu verabschiedet. Diese Verordnung präzisiert die vom Parlament beschlossenen Maßnahmen. Es geht um 350 Millionen Franken für die Jahre 2020 und 2021. Bei diesen Darlehen ist für den Bundesrat Transparenz zentral. Das gilt insbesondere für die Löhne. Damit die Darlehen ausgerichtet werden, müssen die Aufwände aus der Saison 2018-2019 inklusive der Lohnbestandteile für die Spielerinnen und Spieler dem Bund als Darlehensgeber gegenüber offengelegt werden. Ebenso wichtig ist, dass diese Darlehen rasch ausbezahlt werden. Darum tritt die Verordnung bereits am 1. Dezember in Kraft. Der Faktor Zeit spielt eine wichtige Rolle, damit die Clubs ihre Liquidität erhalten können. Es geht darum, die bereits sehr schwierige Phase aus der ersten Welle der Pandemie zu überbrücken. Darüber hinaus blicken wir auch in die Zukunft und erarbeiten weitergehende Lösungen. Denn es zeichnet sich ab, dass der Sport zusätzliche Unterstützung benötigt. In nächster Zeit können Sportveranstaltungen nur mit höchstens 50 Zuschauerinnen und Zuschauern durchgeführt werden. De facto heißt das Geisterspiele. Damit fallen die Einnahmen aus dem Ticketverkauf wie auch aus der Gastronomie weg. Gleichzeitig bleiben die Betriebskosten im Wesentlichen gleich hoch wie bis anhin. Aus diesen Gründen hat der Bundesrat beschlossen, weitere Maßnahmen zu prüfen. Konkret hat mein Departement den Auftrag, bis am 15. November zu analysieren, ob für den Mannschaftssport zusätzlich zu den Darlehen auch à fonds perdu Beiträge gewährt werden sollen und allenfalls entsprechende Anträge an den Bundesrat stellen. Bei diesen Arbeiten stehen wir im Dialog mit den Verbänden und Sportclubs. Vor kurzem fand ein runder Tisch mit ihren Vertretern statt. Dieser Austausch war sehr transparent, interessant und konstruktiv, das kann man sagen. Und dieser Austausch in Form eines virtuellen runden Tisches, der wird weitergeführt.
Wir müssen dafür sorgen, dass die Sportstrukturen nicht verloren gehen in dieser Krise. Sport ist wichtig für die Gesellschaft, aber auch für die Wirtschaft. 100.000 Arbeitsplätze hängen vom Sport ab. Und Sport fördert die Gesundheit der Menschen, körperlich wie psychisch. Das dürfen wir gerade jetzt in dieser Krise nicht vergessen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und stehe dann für Fragen zur Verfügung. Besten Dank. Merci, Madame la Conseillère fédérale. Monsieur le Conseiller fédéral, vous avez la parole. Ja, geschätzte Damen und Herren, neben den gesundheitlichen Herausforderungen, die wir zu meistern haben, müssen wir uns immer auch bewusst sein, dass die Schweiz in der schwierigsten wirtschaftlichen Situation der letzten 50 Jahre steckt. Um das Wort Krise zu vermeiden, würde ich einmal von diesen großen Herausforderungen sprechen im wirtschaftlichen Bereich. Die gute Nachricht ist, dass wir ein stabiles Gerüst aufgebaut haben, um die schlimmsten Auswirkungen dieser Covid-Krise aufzufangen. Das betrifft insbesondere die ganze Situation im Bereich der Sicherung der Gehälter, Arbeitslosenversicherung, Kurzarbeitsentschädigung, Entschädigung für Selbstständigerwerbende. Das ist das Gerüst, damit die Kaufkraft erhalten bleibt. Das ist die gute Nachricht. Daneben haben wir Maßnahmen getroffen für Kultur und Sport, damit auch das gesellschaftliche Leben in einem gewissen Umfang mindestens stattfinden kann. Die große Herausforderung ist, dass wir nicht wissen, wie sich die nächsten Monate oder Jahre entwickeln werden. Und mit Sicherheit kann gesagt werden, dass uns die wirtschaftlichen Auswirkungen dieser Covid-Krise auch im nächsten Jahrzehnt noch beschäftigen werden. Also ich gehe davon aus, wir werden noch lange über die Folgen dieser Krise sprechen, wenn auch die gesundheitlichen Aspekte wieder in Bahnen gelenkt werden können. Wo stehen wir heute zu Beginn der zweiten Krise in Bezug auf wirtschaftliche Maßnahmen? Wenn wir zurückblicken im Frühjahr, hatten wir die Situation, dass wir ebenfalls diese Löhne sichern mussten, Arbeitslosenentschädigung, Kurzarbeit. Und damals war die Situation, dass die Liquidität für die Unternehmen fehlte, weil die Banken in Anbetracht der Situation nicht in der Lage waren, Kredite zu geben. Das hat dazu geführt, dass wir mit der Nationalbank dieses Programm aufgegleist haben mit den Banken und dieses Massengeschäft, Liquiditätszuführung, Bürgschaftswesen gestartet haben. Verglichen mit heute ist die Situation anders. Aus unserer Sicht braucht es heute kein flächendeckendes Programm mehr, kein Massengeschäft, weil das Kreditwesen bei den Banken ist heute so aufgestellt, dass Kredite gewährt werden können. Und es ist nicht mehr flächendeckend. Wir haben auch keinen totalen Lockdown, sondern wir können uns auf das konzentrieren, was jetzt eigentlich alle erwarten, nämlich Härtefälle zu definieren und nicht mehr ein flächendeckendes Programm. Für diese Härtefälle hat das Parlament in der Herbstsession im Covid-Gesetz einen Härtefallparagrafen eingeführt und der Bundesrat baut seine Hilfe für Härtefälle jetzt auf diesem Paragrafen auf. Es ist der gleiche Ansatz, den wir im Gesundheitswesen gewählt haben, nämlich dass die Kantone grundsätzlich in der Verantwortung sind und Härtefälle definieren. Das ist der Inhalt dieser Verordnung. Also nicht noch einmal ein nationales Programm vom Bund gesteuert, sondern bei den Kantonen Härtefälle entsprechend zu definieren. Der gleiche Ansatz, wie wir ihn auch sonst haben. Der Bund soll sich bei diesen Aktionen der Kantone mit 50% beteiligen. Die Schwierigkeit dieser Härtefallverordnung, die der Bundesrat heute verabschiedet hat, besteht darin, dass wir die Verordnung zusammen mit den Kantonen im Oktober erarbeitet haben und selbstverständlich den Blick auch rückwärts gewandt haben. Und jetzt kommen neue Aspekte dazu mit dieser zweiten Welle, die heftiger kommt, als man damals erwartet hat. Und in dieser Situation lässt diese Verordnung auch noch gewisse Fragen offen, die in der Vernehmlassung jetzt beantwortet werden sollen. Das Parlament hat in diesem Artikel 12, das ist die gesetzliche Grundlage, definiert, dass ein Härtefall besteht, wenn ein Umsatzrückgang von 40% und mehr in den Jahren 18 und 19 erfolgt ist, plus einige weitere Maßnahmen. Das ist der Härtefall. Wir gehen davon aus, dass dieser Härtefall noch einmal überprüft werden kann und überprüft werden soll. Um zu definieren, stimmt das noch? Es wurden dort auch Branchen genannt, insbesondere, man ging damals vom Tourismus, von Reisebüro und so weiter aus. Und das werden wir noch einmal ansehen.
Ebenfalls ist die Frage des Schlüssels. Wir haben gesagt 50-50 und stellen in dieser Verordnung je 200 Millionen Franken zur Verfügung. Das ist in Anbetracht der Forderungen, die im Raum stehen, wahrscheinlich zu wenig oder sicher zu wenig. Das werden wir überprüfen müssen mit den Kantonen im Rahmen dieser Vernehmlassung. Also zusammengefasst, diese Verordnung geht in die Vernehmlassung mit drei offenen Punkten. Die Definition des Härtefalls, da gehen wir möglicherweise davon aus, dass wir einen geänderten Gesetzesartikel als dringliches Verfahren in der Dezember-Session dem Parlament noch einmal unterbreiten, damit das Parlament zur Definition des Härtefalls noch einmal Stellung nehmen kann, weil das Parlament hat diesen Paragraphen entsprechend entwickelt. Und mit den Kantonen werden wir schauen müssen, wie weit die finanziellen Möglichkeiten der Kantone gehen, ob wir bei diesen 50-50 bleiben. Wir hoffen es natürlich, die Kantone werden eine andere Ansicht haben. Und die Höhe dieser Härtefallentschädigungen, das ist zu definieren. Vorgesehen ist, dass die Vernehmlassung 10 Tage dauert und der Bundesrat dann am 18. November die Verordnung definitiv verabschiedet. Sie soll auf den 1. Dezember dann in Kraft treten und allenfalls würden wir dann auch dem Parlament eine entsprechende Botschaft unterbreiten für eine Gesetzesanpassung in diesem Bereich. Die Härtefallverordnung, die wir heute verabschiedet, löst damit nicht alle gestellten Fragen, bewusst nicht, weil wir in einem Prozess sind, der beachtet werden muss. Und man muss aber auch klar sagen, Härtefall heißt nicht, dass jeder Betrieb irgendwo mit Beiträgen rechnen kann. Wir sind in einer strukturellen, schwierigen Situation, die auch nächstes Jahr noch nicht besser ist. Nehmen Sie Hotels. Auch nächstes Jahr werden wir kaum ausländische Gäste haben. Wir werden also mit gewissen Branchen versuchen müssen, eine länger dauernde Perspektive zu erarbeiten. Und es genügt nicht, noch einmal einige hundert Millionen hinterher zu schießen. Wir werden also, das müssen wir leider sagen, auch in den nächsten Monaten diese Konkurse haben, von denen man schon lange spricht. Die Arbeitslosenzahl dürfte noch einmal steigen, weil eben in der schwierigsten wirtschaftlichen Situation seit 50 Jahren geht der Alltag nicht einfach weiter. Das müssen wir uns bewusst sein. Trotz allen guten Instrumenten, die wir haben, trotz allen guten Instrumenten, die eingesetzt werden können, sind wir wirtschaftlich in einer schwierigen Situation. Was heißt das für die Zukunft? Es braucht weiterhin oder erneut eine hohe Ausgabendisziplin, eine hohe Finanzdisziplin, weil wir werden auch in den nächsten Jahren mit knappen wirtschaftlichen Verhältnissen auskommen müssen, Steuern und so weiter. Das wird uns lange beschäftigen. Es braucht eine hohe Ausgabendisziplin und es braucht entsprechend gute Rahmenbedingungen, damit sich die Wirtschaft rasch erholt. Für uns kommen zwei Dinge zusammen. Wenn wir uns an die Zeit vor der Krise erinnern, da haben wir von Digitalisierung gesprochen, von Strukturbereinigungen, von Anpassungen. Das ist immer noch präsent. Wir haben eine technische Entwicklung, das führt zu Strukturveränderungen und das überlappt sich jetzt mit dieser Covid-Krise. Das ist die große Herausforderung. Und wenn wir den Blick etwas ins nächste Jahr wenden, sind gute Rahmenbedingungen für die Wirtschaft ganz zentral. Also beispielsweise eine Annahme der Konzernverantwortungsinitiative wäre Gift für die Wirtschaft in den nächsten Jahren. Solche Dinge müsste man sich auch überlegen, wenn ich mir diesen Werbespruch noch erlauben kann. Wenn Sie noch, Sie haben mir noch nicht abgestimmt, ich auch nicht. Also das wäre die Voraussetzung. Wir schließen eine Lücke. Mit dieser Härtefallverordnung zusammen mit den Kantonen arbeiten wir an den Details weiter. Es kann rasch in Kraft gesetzt werden auf den 1. Dezember. Und wir stehen wahrscheinlich am Beginn eines Prozesses, der weiter verfolgt werden muss mit diesen offenen Fragen, die ich geschildert habe. Besten Dank. Merci, Monsieur le Conseiller fédéral. Nous ouvrons la ronde des questions. C'est vous qui avez la parole, qui souhaite se lancer pour la première question. Oui, Monsieur Müller. Vielleicht eine Frage an Bundesrat Maurer. Wenn Sie sagen, 200 Millionen Obergrenze für diese Härtefallregelung Bundesbeiträge wird wahrscheinlich nicht reichen. Gibt es eine neue Schätzung, wie viel es da etwa braucht? Wenn Sie mir sagen, wie sich die Krise entwickelt, würde ich Ihnen einen neuen Betrag nennen. Nein, wir müssen das mit den Kantonen erarbeiten. Wir haben diese je 200 Millionen festgesetzt aufgrund erster Meldungen der Kantone. Aber noch im Oktober, bevor eigentlich diese
neue Welle ausgebrochen ist. Da sind auch die Kantone, waren noch letzte Woche der Meinung, je 200 Millionen genügen für Härtefälle. Ich glaube, die Zahl muss überarbeitet werden. Das werden wir im Rahmen dieser Vernehmlassung jetzt besser beurteilen können. Aber 400 Millionen für Härtefälle ist wahrscheinlich zu wenig, wenn ich nur an Forderungen von Gastro und Hotellerie denke. Da wäre das nur die Anzahlung. Aber eine definitive Zahl kann ich Ihnen noch nicht sagen. Oui, Monsieur Müller. Können Sie mir vielleicht noch eine Nachfrage erlauben? Sie haben das Covid-Kreditprogramm auch angesprochen. Ursprünglich wäre man ja dort bereit gewesen, für wesentlich mehr zu garantieren. Wieso wird das nicht nochmals aufgelegt? Oder wäre das jetzt später in dieser zweiten Welle noch eine Option? Wir werden das sicher noch einmal prüfen, auch mit den Wirtschaftsverbänden. Wir gehen aber eher davon aus, dass nicht mehr ein flächendeckendes Programm notwendig ist, insbesondere auch daher, weil jetzt das Kreditwesen der Banken wieder funktioniert. Es ist also nicht so, dass man nicht zu einer Bank kann und einen Kredit erhält. Das war damals im Frühjahr anders. Und damit ist das normale Kreditwesen wieder gewährleistet. Und es drängt sich nicht auf, dieses Programm noch weiterzuführen in dieser Form, in der wir es entsprechend hatten. Aber wir werden auch diese Frage noch diskutieren. Es wurde ja nicht vollumfänglich ausgeschöpft, Sie wissen das. Von diesen 17,4 Milliarden, die wir gesprochen haben in Form von Krediten, sind etwa 2 Milliarden nicht bezogen worden. Man hat zwar einmal den Vertrag abgeschlossen, vielleicht wird das noch bezogen und einige hundert Millionen sind auch bereits wieder zurückbezahlt. Also diese Liquiditätsfrage war nicht so dramatisch, wie wir das im Frühjahr beurteilt haben. Oui, Monsieur Brocci. Ja, ich habe eine Frage an Bundesrat Berse, und zwar zu den Spitälern. Sie haben Ende letzter Woche in einem Interview gesagt, dass wenn der Bundesrat der Meinung sei, die Spitäler würden überlastet, dann würde er zusätzliche Massnahmen treffen. Heute haben Sie darauf hingewiesen, dass es jetzt schweizweit eine Koordination braucht, um das zu verhindern. Mhm. Gleichzeitig hat Ihr Bundesamt gestern uns vorgerechnet, dass bereits am Sonntag die Kapazitäten der Intensivstationen erschöpft seien. Wie sieht das jetzt genau aus? Ja, vielen Dank für die Frage. Ich habe schon vorher gesagt, wir haben über unsere Zahlen heute, ich glaube, Frau Masre könnte das vielleicht noch ergänzen, aber in etwa ein Drittel der IPS-Plätze, die sind durch Covid-Patienten besetzt im Moment, ein Drittel durch andere Patienten und ein Drittel ist frei, schweizweit. Aber muss man nicht vergessen, es gibt sehr große Unterschiede zwischen Regionen oder Kantonen. Und gewisse Kantone, es ist schon wirklich an der Grenze oder über die Grenze und es gibt schon Kantone, die auch Patientinnen und Patienten in andere Kantone behandeln lassen mussten, oder? Aber schweizweit, es gibt nur diese Möglichkeit. Es ist klar, dass wenn es sich weiterhin sehr stark erhöht, wie es der Fall war in den letzten Tagen oder vor allem die letzte Woche, das haben wir auch immer gesagt, es gibt einen Moment, wo wir an die Grenze kommen, oder? Und dann, deswegen diese Entwicklung muss man bremsen und stoppen, damit man das verhindern kann. Ich glaube, wenn man auch die Zahlen, die wir jetzt gesehen haben, inklusive mit der Entwicklung, die wir jetzt sehen, und ich glaube, Frau Masre hat das gestern auch klar erklärt. Sie hat gesagt, unter welche Bedingungen, die im Moment nicht realisiert sind, es wäre dann ein Problem in wenigen Tagen. Ich glaube nicht, dass wir so weit sind in 5 Tagen, ehrlich gesagt. Sonst hätten wir selbstverständlich andere Maßnahmen auch noch getroffen. Übrigens haben Sie auch gemerkt, dass die Kantone, die am stärksten betroffen sind, die sind auch weiter gegangen, ne? Mit andere Maßnahmen. Und jetzt unser Ziel mit der GDK ist wirklich zu sichern, dass diese Solidarität und auch gute Koordination zwischen Kantonen funktioniert und dafür, dass die Kantone, die noch die Wahleingriffe nicht gebremst haben oder die Kantone, die noch die Kapazitäten der Privatspitäler nicht angegangen sind oder nicht mitdiskutiert haben, die müssen es wirklich tun. Es wäre nicht verständlich, dass wir alle diese Maßnahmen treffen, damit man nur die Wahleingriffe noch schützen kann in gewisse Kantone. Für eine Zeit muss man darauf verzichten. Und deswegen haben wir andere Maßnahmen auch mal getroffen als in andere Länder. Wir versuchen einen Weg hier zu finden. Aber klar, dass das Spitalsystem muss da sein für diese Situation, wenn die wirklich sich zuspitzt und es ist jetzt.
Und wenn jetzt für einige Wochen, man muss auch die Wahleingriffe mal die nachschieben oder verschieben, es muss auch ein Job sein für die ganze Schweiz, das heißt für sämtliche Kantone, die auch solidarisch miteinander arbeiten müssen. Monsieur Guessin. Oui, Monsieur Berset. Je sais qu'on vous pose la question semaine après semaine, mais c'est vrai que le parallèle est de plus en plus tiré avec ce qui s'est passé au printemps en Lombardie, la Suisse étant une des régions les moins bien classées en Europe. Qu'est-ce que vous dites sur cette comparaison avec la Lombardie? Les hôpitaux arrivent à saturation. On atteint quand même bientôt un point de rupture, comparaison avec nos voisins. Bon, la première chose que j'aimerais dire ici, c'est, et vous voyez cette évolution, nous avons aujourd'hui un trend sur, je crois, 14 jours des nouvelles infections qui est maintenant en dessous du trend de tous nos voisins. Donc on a de nouveau récupéré un peu une situation, c'est le début de l'effet de nos mesures, nous l'espérons, nous attendons une confirmation, évidemment, il faut être très prudent. Si elle ne doit pas se confirmer ou si elle ne doit pas s'accélérer, on va devoir naturellement envisager d'autres mesures. Mais nous sommes aujourd'hui, vous l'avez vu, avec un trend de 30% sur les 14 derniers jours, alors que tous les pays voisins sont au-dessus, pour trois d'entre eux au double ou à plus du double. Et pour le quatrième, c'est la France, quasiment au même niveau que la Suisse, juste un tout petit peu en dessus. Ça, c'est le premier problème, premier point. Le deuxième point, c'est que, je viens de vous le redire, nous avons aujourd'hui 900 places qui sont, je crois, qui sont aujourd'hui disponibles dans les soins intensifs. 300 environ sont occupés par des patients qui sont atteints de coronavirus. Environ 300, environ un tiers, les chiffres exacts, Mme Masseret pourra vous les donner, sont occupés par des patients qui ont d'autres pathologies, et un tiers est libre. Donc on n'est pas du tout dans la situation que nous avions aujourd'hui dans le nord de l'Italie. Par contre, l'évolution, si nous n'arrivions pas à la freiner, naturellement, elle est problématique. C'est ça qui nous occupe aujourd'hui. Cela ne doit pas cacher cependant des très très grandes différences entre les cantons. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, nous avons aujourd'hui des cantons qui sont déjà au-delà de la limite, raison pour laquelle ils ont pris des mesures supplémentaires. Ils ont transféré aussi, lorsqu'ils le pouvaient, des patients dans des cantons voisins pour garantir le traitement. Et c'est vraiment ainsi qu'on doit imaginer ce pilotage des capacités hospitalières sur toute la Suisse. Et ça, c'est clairement le rôle des cantons de le faire. Le Parlement s'est encore exprimé à ce sujet en septembre. Et pour le réussir, il faut que les cantons renoncent partout où c'est possible aux opérations électives, les repoussent, disons, renoncer, c'est pas renoncer, c'est les repousser. Une opération que l'on peut repousser de 2 ou 3 semaines, il faut peut-être la repousser de 2 ou 3 semaines. Et pour les cantons qui ne l'ont pas encore fait, c'est la plupart qui ne l'ont pas encore fait, je crois, également faire appel aux capacités des hôpitaux privés. C'est aussi notre système de santé, ce sont aussi des hôpitaux qui participent à notre effort collectif. Et lorsque nous avons un tel problème qui se pose, il faut vraiment que tout le monde s'y mette. Et c'est maintenant que c'est nécessaire. Sur les chiffres précis, peut-être ce serait bien que Mme Masseret peut-être encore complète ce que j'ai dit. Moi, j'étais sur les grandes lignes, avec ces 300. Je crois que la situation concrète, elle est naturellement plus détaillée. Puis on a encore des capacités d'augmenter. Il ne faut pas oublier. Regardez ce que nous avions comme capacité au mois de mars. C'était beaucoup plus élevé qu'aujourd'hui. Le problème aujourd'hui, c'est que contrairement à mars, nous avons aujourd'hui de plus en plus de personnel de santé qui est également soit infecté, soit en quarantaine, ou qui n'est plus forcément en mesure de travailler. Et ça, c'est naturellement une préoccupation importante. Madame Masseret, je vous en prie, en complément. Oui, c'est vrai que la situation aux soins intensifs change très vite. Donc c'est difficile d'avoir les chiffres exacts du moment à tout moment. Et effectivement, les prévisions à 5 jours aussi changent très vite. Ce qu'on a voulu dire hier, c'était effectivement qu'il était nécessaire de prendre des mesures, que si on ne prenait pas de mesures, on arriverait à 5 jours aux limites. Et il s'agissait donc effectivement pour les cantons de prendre les mesures nécessaires telles que demandées dans la lettre écrite par le conseiller fédéral et la conférence des directeurs cantonaux de la santé. Donc les derniers chiffres dont je dispose, c'est 440 personnes aux soins intensifs qui ne sont pas liées au Covid, 363 qui sont liées au Covid et 324 places. Mais encore une fois, ça change très vite. Mais la réserve est de l'ordre de grandeur de 27% environ. Merci, Monsieur Moser. Ja, ich habe eine Frage, das ist mir irgendwie ein Widerspruch. Sie sagen, dass
noch Kapazitäten frei sind, also dass jetzt immer noch Wahleingriffe geschehen, obwohl die Fallzahlen hoch sind. Auf der anderen Seite, Frau Amherd mobilisiert wieder mal die Armee. Wie stellen Sie sicher, dass man da nicht irgendwo Armeeeinheiten, Spitäler schickt, wo Wahleingriffe vornehmen? Non, je crois qu'il faut être très clair à ce sujet. Und ich werde das auf Deutsch sagen, was überhaupt nicht geht. Es ist alle diese Maßnahmen, die wir treffen müssen, mit all den Konsequenzen, die es gibt für die Gesellschaft, auch noch die Vorbereitungen machen für einen Einsatz der Armee, und das, um Wahleingriffe zu schützen. Das darf nicht sein. Und deswegen erwarten wir, dass es kommt nur im Einsatz, wenn es gibt nach diese Verschieben von alle Wahleingriffe und auch Integration der privaten Spitälerkapazität nur nachher, wenn es genügt noch nicht, dass man das auch noch anvisieren kann. Deswegen gibt es keinen Widerspruch, eher so eine Reihenfolge. Und deswegen ist es so wichtig, dass die Kantone jetzt wirklich auf diese Wahleingriffe verzichten, dass die Kapazitäten der Privatspitäler auch in der Planung integrieren. Und dann nur, wenn es nicht genügt, aber wir glauben, dass es genügen wird, dann, wenn es nicht genügt, dass andere Möglichkeiten sind auch vorhanden. Noch ein Punkt vielleicht für diese Prognose an 5 Tage. Das wäre unter Berücksichtigung der steilen Anstieg der letzten Wochen, aber nicht mehr, was wir heute sehen, zuerst einmal, und zweitens ohne Bremse der Wahleingriffe. Und das darf nicht sein. Aber wir haben auch diese Wahleingriffe begrenzt. Im März, für 6 Wochen übrigens, wir brauchen vielleicht nicht mehr so lange für diesmal, werden wir sehen. Aber jetzt ist es wirklich eine Tätigkeit für die Kantone. Die Kantone, die müssen das tun. Einige haben schon begonnen. Es geht immer weiter. Aber es muss auch Kapazitäten geben in Kantone, die im Moment nicht überlastet sind, damit sie auch Patientinnen und Patienten von anderen Kantonen, wenn es notwendig sein muss, auch übernehmen zu können. Merci. Prochaine question. Madame la Conseillère fédérale, kann ich bestätigen? Also es ist wichtig festzuhalten, dass die Armee nur in den Einsatz kommt, subsidiär. Das heißt, wenn die Kantone auch untereinander sich nicht mehr helfen können und wenn sie bereits am Limit sind, dann kann die Armee unterstützen. Es wurde ein Kriterienkatalog aufgestellt, was alles erfüllt sein muss, damit man ein Gesuch bewilligen kann. Und der Bundesstab unter der Leitung der Direktorin des Bundesamtes für Gesundheit entscheidet dann, ob ein Gesuch angenommen wird oder nicht. Und da muss eben die Subsidiarität nachgewiesen werden. Selbstverständlich sind wir da angewiesen auf die Auskünfte der Kantone, dass die dort korrekt und ehrlich Auskunft geben. Aber ich gehe davon aus, dass in einer Krise, wo man alle Mittel braucht und einander unterstützen muss, dass dies auch korrekt und ehrlich von den Kantonen kommt. Wir haben Lehren aus dem ersten Armeeeinsatz gezogen. Da wurde zum Teil vielleicht, ich sage jetzt mal, auf Reserve bestellt, weil man ganz sicher sein wollte. Es war eine ganz neue Situation und da habe ich auch Verständnis dafür, dass die Kantone gesagt haben, wir wollen sicher sein, dass wir dann genügend Ressourcen zur Verfügung haben. Aber jetzt haben wir bereits einiges gelernt, auch aus der ersten Welle, und haben noch klarere Kriterien aufgestellt, was die Subsidiarität angeht, so dass wirklich nur die Leute in den Einsatz geschickt werden, die auch gebraucht werden. Merci, Madame Balavant. Deux questions à M. Maurer, en particulier sur les cafetiers restaurateurs. En Suisse romande, ils sont très touchés. Ils ont déjà dit que les prêts Covid ne suffiraient pas. Alors, deux questions. Est-ce qu'ils peuvent être, ces cafetiers restaurateurs, considérés comme des cas de rigueur? Et autre question, que prévoyez-vous en particulier pour les cafetiers restaurateurs? Der Bund sieht ja vor, seinen Beitrag nach BIP und nach Kopf der Bevölkerung zu verteilen. Damit fahren alle Kantone gleich. Was die Kantone damit machen und was sie unterstützen, bleibt ihnen überlassen. Aber die Kantone haben völlig unterschiedliche Herausforderungen. Und in der Westschweiz dürften die im Moment aufgrund der getroffenen Massnahmen etwas größer sein in Bezug auf Härtefälle, das ist klar. Aber die Kantone sollen im Lied sein und entscheiden. Und der Bund stellt allen Kantonen einen Grundbeitrag gemessen an der Bevölkerung zur Verfügung. Wir müssen uns aber bei all diesen Fragen immer auch die Frage stellen, Wer bezahlt in Härtefällen bei Unternehmen? Sind die Steuerzahler in Front? Sind das die ersten Zahler oder sind das die Eigentümer und die Kreditgeber?
Und wir sind eigentlich der Meinung, dass wenn jetzt Härtefälle entstehen, dann hat auch der Eigentümer vielleicht das Aktienkapital abzuschreiben und der Kreditgeber hat einen Teil seines Kredites abzugeben. Es kann nicht sein, dass überall, wenn ich den Chef der Armee anschaue, der Steuerzahler in Front ist bei diesen Fragen, sondern da gibt es andere bei Härtefällen, die ebenfalls involviert sind. Und der Steuerzahler wäre so gesehen, militärisch gesehen, die Reserve, die dann auch noch kommen muss, wenn alle anderen Stricke reißen. Und ich glaube, dieses Verständnis müssen wir etwas entwickeln. Der Bund, das sind ja Sie, oder? Der Steuerzahler kann nicht für alles und jedes hinstehen und einfach das Portemonnaie locken. Es gibt ganz viele andere, die ebenfalls in der Verantwortung sind, die Interessen haben, die früher gutes Geld damit verdient haben. Und die stehen aus unserer Sicht in der Front. Und aus dieser Überlegung heraus haben die Kantone eben dann bei Härtefällen zu definieren, wie ein allfälliger Härtefall gelöst werden muss. Aber im Moment ist es natürlich so, dass die Westschweizer Kantone aufgrund der getroffenen Massnahmen die größeren Herausforderungen haben. Vielleicht ergibt sich aus der Vernehmlassung hier noch eine Änderung oder eine Anpassung. Aber ich glaube, wir müssen uns vom Gedanken lösen, wenn etwas passiert, steht der Steuerzahler hin und bezahlt. Da gibt es noch ganz viele andere Akteure. Und das muss dann eben auch berücksichtigt werden, wenn man von Härtefällen spricht. Monsieur Wacker. Auch eine Frage zu den Härtefällen. Da sagen Sie ja, die Kantone regeln das. Die regeln das auch teilweise sehr unterschiedlich. Die einen Kantone geben mehr, andere weniger, andere vielleicht gar nichts. So vom Gesichtspunkt der Gleichbehandlung, ist das fair, wenn zum Beispiel ein Cateringbetrieb im Kanton X nichts bekommt und der im Kanton nebendran viel? Der Kanton entscheidet. Bleiben wir bei Beispiel Hotellerie. In Basel-Stadt oder in Genf ist ein großes Hotel-Konferenztourismus besonders stark betroffen. In den Berggebieten, wo der Tourismus läuft, braucht es für die Hotels nicht. Und die Kantone sollen entscheiden, was sind relevante Betriebe für uns, was sind Härtefälle, wo greifen wir ein. Und hier sind die Anforderungen oder die Bedürfnisse der Kantone natürlich sehr unterschiedlich. Das wird zu unterschiedlichen Lösungen führen. Aber hinter diesen Lösungen werden strategische Überlegungen der Kantone stehen. Was ist für uns wichtig? Was betrachten wir als Härtefall und wo suchen wir entsprechende Lösungen? Und damit kommen wir eben weg vom Massengeschäft im Frühjahr, flächendeckend einfach Geld zu verteilen, hin zu einer Lösung, die bedingt, dass man strategische Überlegungen macht und wahrscheinlich in den meisten Fällen mit den betroffenen Betrieben auch überlegt, wie kommst du durch den Winter, wie kommst du durch das nächste Jahr und was machst du nachher? Und dann müssen Lösungen werden zwangsläufig unterschiedlich aussehen. Aber dahinter stehen ja Regierungen, kantonale, die auch vom Volk gewählt sind. Es stehen Parlamente dahinter, die vom Volk gewählt sind. Und die werden das mindestens gleich gut machen, wie wir das können. Wenn nicht besser, weil sie nachher dran sind. Merci, Monsieur Grosjean. Encore une question concernant ces cas de rigueur. Vous avez dit à un moment qu'il faut redéfinir peut-être la notion des cas de rigueur actuellement. Donc je vois que c'est pour des entreprises qui ont perdu plus de 40% de leur chiffre d'affaires. À quoi vous pensez dans la redéfinition ou est-ce que c'est les cantons qui veulent autre chose? Vous pourriez préciser votre idée? Die Verordnung wurde ja erstellt aufgrund des Gesetzes. Und wenn Sie die Gesetzesberatungen im Parlament noch im Ohr haben, dann hat man um diese Fragen im Parlament heftig gerungen. Was ist ein Härtefall? Sind es 70% Umsatzeinbuße, 10%, 30%? Und man hat sich auf diese 40% dann geeinigt. Und diese 40% übernehmen wir jetzt in der Verordnung. Wir haben versucht, das, was das Parlament beschlossen hat, in die Verordnung zu übernehmen. Ich habe aber auch gesagt, weil das Parlament ja eigentlich die Härtefälle definiert hat im Gesetz und die Voraussetzungen sich jetzt doch vielleicht ändern oder neu beurteilt werden müssen, wäre der Bundesrat bereit, diesen Härtefallartikel im Sinne einer dringlichen Gesetzesberatung noch ins Parlament zu geben im Dezember, damit das auch noch einmal durch das Parlament legitimiert werden kann, was sind Härtefälle, damit auch regionale Aspekte noch einfließen. Ich glaube, das ist das Entgegenkommen gegenüber dem Parlament, weil um diesen Härtefallartikel wurde bis zuletzt hart gerungen in der Definition. Und im Lichte der neuen Entwicklung ist es durchaus angebracht, dass das Parlament sich noch einmal dazu äußern kann. Sie können dann das bestätigen oder Sie können das modifizieren, aber es ist ein politisch natürlich sensibler Bereich.
Und wir wollen aber keine Zeit verlieren. Daher starten wir mit dieser Verordnung, von der wir wissen, dass sie offene Fragen hat. Die stellen wir auch zur Diskussion. Aber wir möchten, dass sie rasch in Kraft tritt. Und damit gehen wir sozusagen als unvollendete Verordnung jetzt in die Vernehmlassung und werden dann auf die Ergebnisse Rücksicht nehmen können, auch in der parlamentarischen Diskussion noch einmal. Madame Hartmann. Sie haben mehrfach betont, dass die Armee nur subsidiär zum Einsatz kommt und jetzt eben wichtig ist, dass die Kantone die Wahleingriffe verschieben. Heißt das, dass jetzt, wo das eben noch nicht in allen Kantonen der Fall ist, die Anträge, die Gesuche von den Kantonen auf Hilfe der Armee abgelehnt werden? Das werden wir Fall pro Fall prüfen, was die Kantone brauchen und was wir machen müssen mit dieser Situation, die Sie erwähnt haben. Das heißt, es darf nicht sein, dass wir einfach so positiv beantworten, wenn wir sehen, dass es gibt einfach subsidiär nicht keinen Grund, um es zu tun. Wir sind aber bereit, das ist das Wichtigste. Wir sind bereit, aber klar, heute müssen die Kantone wirklich miteinander besser arbeiten. Ich habe von Fällen gehört, wo man das noch nicht so gut machen konnte, aber ich bin zuversichtlich, es wird sich jetzt sehr rasch verbessern. Es ist auch machbar in einigen Stunden, muss man schon sagen. Und das Signal heute ist wirklich an die Kantone, die auch Kapazitäten haben, aber die noch ein Vollprogramm mit Wahleingriffen haben, die müssen das wirklich jetzt reduzieren, damit diese Kapazitäten bewältigbar sind für die ganze Schweiz in der Situation, die wir heute haben. Wir haben auf politischer Ebene die Maßnahmen getroffen, auf Bundesebene. Die Kantone haben Maßnahmen getroffen, gewisse Spitäler Kantone haben auch Maßnahmen getroffen im Spitalsystem, andere nicht. Und dort muss es sich jetzt wirklich bewegen. Es darf nicht sein, dass wir mit Armeeeinsatz und strengen Maßnahmen einfach noch einmal Wahleingriffe für die nächsten Wochen noch schützen. Das geht nicht. Und deswegen auch dieses Brief mit der Präsidentin der GDK heute an alle Kantone. Madame Briner. Eine Frage an Bundesrätin Amherd. Können Sie zu den möglichen Affront-Perdu-Beiträgen schon etwas sagen? Wäre das eher kurzfristig als Hilfe gedacht oder eher erst übernächstes Jahr? Und was muss überhaupt geschehen, damit sich der Bundesrat für eine solche Lösung entscheiden könnte? Wie gesagt, wir haben jetzt den Auftrag, das bis am 15. November abzuklären, die Arbeiten laufen, abzuklären, inwieweit ist es nötig, inwieweit ist es verantwortbar. Wir müssen immer auch im Kopf haben, dass wir Steuergelder natürlich dort zur Verfügung stehen. Und das muss im Gesamtkontext der Wirtschaft allgemein angeschaut werden. Auch wie werden Unternehmen behandelt und so weiter. Das muss im Gesamtsystem stimmen. Da sind wir an der Arbeit. Und wenn natürlich man zum Schluss kommen sollte, dass Affront-Perdu-Beiträge bezahlt werden sollen, dann auch unter klaren Bedingungen, da sind wir auch jetzt am Arbeiten und dann bin ich der Meinung, dass man das rasch entscheiden sollte und zur Verfügung stellen sollte. Weil wir haben das Problem, dass jetzt de facto Wettkämpfe, Spiele durchgeführt werden müssen, eben ohne Zuschauer. Und da bricht natürlich von einem Tag auf den anderen eine große Einnahmequelle dieser Clubs weg. Das heißt, die Ticketeinnahmen und auch alles, was mit der Gastronomie erwirtschaftet wird. Die prochaine question. Monsieur Moser. Ja, ich habe noch mal eine Frage zu den Wahleingriffen. Ich meine, wenn Sie jetzt, ich weiß nicht, wie Sie das abgehandelt haben im Frühjahr, aber wenn Sie jetzt ein Spital verbieten, solche vorzunehmen, gibt es denn da Entschädigungen oder gibt es Forderungen von Seiten der Kantone, dass diese Wahleingriffe entschädigt werden, wo sie nicht durchgeführt haben? Ja, für den Frühling. Es gab eine Entscheidung auf Bundesebene, diese Wahleingriffe zu verbieten für einige Wochen. Und es ist auch so gemacht worden, um wirklich in der damaligen Situation, wo wir sehr wenig gewusst haben, über was es bedeutet, real, was auf uns kommt, es ist so gemacht worden und auch dann wieder aufgehoben worden. Und im Nachhinein, das ist schon eine Diskussion, die jetzt erledigt ist. Es gab ja in der Diskussion mit der Kantonen und Spitäler über die Übernahme von sogenannten Einkommenreduktion oder so etwas. Und da war der Bundesrat immer sehr klar, wir werden das nicht übernehmen.
Wir sind dabei, wenn es geht, um eine Diskussion zu führen über Mehrkosten, die diese Covid-Krise schafft, aber über Mindereinnahmen für die Spitäler. Das sind wir nicht bereit zu tun. Und daher ist die Diskussion unserer Seite mindestens erledigt. Jetzt ist eine andere Diskussion. Der Bundesrat kann das nicht mehr tun, weil es ist thematisiert worden in der Covid-19-Gesetz. Und es ist klar eine Pflicht für die Kantone, aber damit eine gesetzliche Pflicht für die Kantone, das zu tun. Und deswegen erwarten wir, dass es gemacht wird. Monsieur Brocchi. Also ich möchte hier noch anknüpfen, also verstehe ich das richtig. Also die Kantone sind verpflichtet, auf die Wahleingriffe in der jetzigen Situation zu verpflichten. Aber der Bund hat keine Kompetenz, das sozusagen jetzt zu stoppen, wenn Sie das noch nicht machen? Das haben wir damals gemacht aufgrund von Notrecht. Und es gibt kein Notrecht jetzt mehr. Es gibt dafür ein Covid-Gesetz, der die Punkte übernommen hat, wo es gab einfach keine andere Möglichkeit, weil es gab keine gesetzliche Grundlage in der Epidemiengesetz. Das heißt, es ist geregelt worden, das stimmt. Es ist eine Pflicht. Es ist, glaube ich, im Gesetz nicht so geschrieben, dass die müssen Wahleingriffe reduzieren. Es ist aber geschrieben, dass die müssen alles tun, damit es genug Plätze gibt im System. Und das heißt auch, das ganze System so zu organisieren, damit man an der Bedarf, den es gibt, mal eine Antwort bringen kann. Und das ist wirklich eine Erwartung, dass wir an die Kantone haben. Und dann nur subsidiär können wir auch noch etwas tun, mit zum Beispiel einem Einsatz der Armee. Wir sind aber noch ziemlich weit von einer Situation, wo alles gemacht worden ist, um schweizweit diese Versorgungssicherheit zu sichern. Monsieur Müller. Nochmals eine Frage zu dieser Kapazitätsabschätzung in den Spitälern. Es wurde vorher erwähnt, diese 5 Tage ist wahrscheinlich nicht mehr ganz aktuell. Gibt es eine Prognose, wenn jetzt all diese nicht dringenden Operationen verschoben werden, wenn man die Kapazitäten der Privatspitäler mit einrechnet, die Möglichkeiten der Armee, gibt es eine Prognose, wie lang dann die Plätze reichen werden? Ja, es gibt das, aber es ändert sich auch ziemlich, ziemlich viel, weil die Kantone sind ständig an sich zu organisieren. Ich meine, wir haben auch eine Erfahrung vom März in dieser Sache. Haben wir gesehen im März, dass das Verbot, Wahleingriffe zuzumachen, oder nein, nicht das Verbot, die Bitte oder das Verbot einfach, oder la demande de repousser les opérations électives hat dazu geführt, wenn man das auch anschaut mit den ganzen Schließungen, die wir damals entschieden hatten, hat dazu geführt, dass die Non-Covid-Patientinnen und Patienten in den Nebenstationen, die sind sehr tief gegangen. Es hat sich sehr stark reduziert und diese Kapazität, die waren dann zur Verfügung für Covid-Patienten. Und es ist bekannterweise, wir sind im März ziemlich weit gewesen, Gott sei Dank, von einer Überlastung. Und wir versuchen jetzt auch, alles zu tun, um keine Überlastung erleben zu müssen. Aber dafür, es braucht diese politische Maßnahme auf Bundesebene, ist gemacht worden. Auf Kantonsebene, wo es notwendig ist, ist gemacht worden. Und auf Spital- und Spitalsystemebene. Und da, es gibt noch Handlungsspielraum, muss man schon das sagen. Und dort muss es sich etwas bewegen. Wir gehen davon aus, dass heute, aber Frau Masrey könnte das vielleicht noch ergänzen. Ich habe das nicht im Kopf im Detail, weil es ändert sich jeden Tag, aber in etwa ein bisschen weniger als 1.000 IPS-Plätze jetzt, stimmt das, Frau Masrey? Oder vielleicht können Sie uns etwas dazu sagen. Und wo auch ist die Möglichkeit, das auch anzupassen, um es zu erhöhen? Letzter Punkt muss man nicht vergessen. Die Anzahl Betten und Beatmungsgeräte und das Ganze ist nur ein Teil der Diskussion. Und wir merken jetzt, dass der Hauptteil der Diskussion ist das Personal. Ein Bett ohne Personal bringt nicht viel, oder? Und das Personal ist wirklich die große Frage, die wir jetzt haben, weil die Leute, die sind auch, das ist auch sehr verständlich, oder die sind auch müde mit dieser ganzen Situation, die dauert seit Monaten. Es war ein Schock im März, es war auch nicht so sehr einfach danach. Es gab auch wieder mal die Wahleingriffe, die gekommen sind. Und jetzt wieder mal mit dieser zweiten Welle eine ziemlich schwierige Situation. Und dazu auch noch die Tatsache, dass vermutlich es gibt viel mehr Leute auch in der Gesellschaft generell, die auch angesteckt sind oder vielleicht in die Quarantäne sind.
und die vielleicht nicht unbedingt mehr arbeiten können für einen Moment als im März. Und das schafft wirklich eine ziemlich große Herausforderung für die betroffenen Kantone. Wir glauben aber, dass es lässt sich bewältigen, wenn unsere Maßnahmen greifen, und wir hoffen schwer, dass sie beginnen zu greifen, aber es muss sich noch stark reduzieren, muss man schon sagen. Nur so eine kleine Abflachung wird nicht genügen. Wir müssen viel weiter gehen und wir hoffen, dass es kommt noch. Und es lässt sich schon bewältigen, wenn eine gute Koordination schweizweit organisiert wird. Über die Anzahl Plätze vielleicht. Madame Massé. Oui, actuellement, il y a 1116 places au total de soins intensifs en Suisse, ce qui est déjà un petit peu plus. Ça veut dire qu'il y a déjà certains hôpitaux qui ont ouvert de nouvelles places de soins intensifs. Théoriquement, on peut aller jusqu'à 1400 places, mais encore une fois, le facteur limitant, c'est le personnel. Et donc, c'est vraiment très difficile de faire des prédictions. Les prédictions, elles doivent se faire de jour en jour, hein, et puis elles doivent surtout indiquer le besoin de créer de nouvelles possibilités dans les hôpitaux, mais aussi de renforcer, disons, de le respect de toutes les mesures qu'on a mises en place le 28 octobre. C'est vraiment tous ces éléments ensemble qui vont permettre de passer le cap. Faire des prédictions, ça peut aider à anticiper et à prendre les mesures nécessaires, mais il ne faut pas trop se fixer sur ces prédictions qui ont toujours certaines faiblesses, mais on peut les réévaluer chaque jour et voir dans quelle direction ça va. Prochaine question, Monsieur Friedli. Ja, ich hätte noch eine Frage zum Bundesbetrag an diese Härtefalllösungen. Also wenn ich es richtig verstanden habe, wird der ja jetzt gemäß einer Formel dann an die Kantone ausbezahlt. Und diese wiederum haben die Möglichkeit, Bürgschaften zu leisten, Darlehen zu vergeben oder auf Fonds Perdu-Beiträge zu sprechen. Jetzt, wenn ein Kanton mit diesem Geld Kredite vergibt oder Bürgschaften spricht, kommt dann der Bund das wieder auch zurück? Oder wie ist das geregelt? Das wäre eine Frage. Und die zweite noch, gibt es bereits eine Liste, was das betragsmäßig dann für die einzelnen Kantone bedeutet, wenn man diese Formel anwendet? Wenn ein Kredit gegeben wird mit einem Bundesanteil, hätten wir selbstverständlich dann wieder Anrecht auf die entsprechende Zurückzahlung. Also wenn unser Geld verliehen wird, dann müssen wir es auch wieder haben, dann fällt das nicht auf den Kanton zurück. Diese Details müssen aber noch geregelt werden. In Bezug auf die Höhe und einzelne Kantone, es ist sehr, sehr schwierig für uns im Moment, das abzuschätzen. Ich kenne einen Kanton, der hat 30 Millionen zur Verfügung gestellt, rechnet, dass er 6 bis 7 Millionen braucht. Andere sagen, 60 genügen bei uns nicht. Also wir sind hier völlig etwas im Dunkeln. Man muss immer sehen, wir haben diese Verordnung mit den Kantonen vor 2 Wochen abgeschlossen, hatten noch eine Sitzung mit den Regierungsräten und die Kantone wurden auch überrascht, wie wir alle, durch diese rasche Entwicklung. Die werden das neu beurteilen müssen. Ich glaube einfach, es ist falsch, heute zu spekulieren. Wir werden diese Beträge und diese Bedürfnisse mit den Kantonen abklären und können ihnen dann, wenn wir die Verordnung definitiv verabschieden, einen Betrag nennen, den wir dann zusammentragen. Aber auch dieser Betrag dürfte immer noch mit Unsicherheiten behaftet sein, weil wir alle wissen nicht, wie lange das geht. Oder? Wenn wir irgendwo im Januar wieder Normalbetrieb haben, dann ist das einfacher zu bezahlen, als wenn wir bis Mitte nächstes Jahr da irgendwo in den Seilen hängen und allenfalls Maßnahmen noch verschärfen müssen. Dann kann das dann schon ins dicke Tuch gehen. Und in dieser Unsicherheit leben wir einfach. Und ich glaube, wir müssen damit leben. Aus unserer Sicht heißt das, flexibel und rasch auf neue Situationen zu reagieren und auch neue Instrumente zur Verfügung zu stellen, wenn sie dann gebraucht werden, immer um das alles abzufedern. Aber immer auch im Bewusstsein, dass nicht in jedem Fall der Steuerzahler als erster Soldat in der Front steht, sondern es braucht hier im Laufe der nächsten Monate immer ein Miteinander mit Kantonen, mit Geldgebern, mit Eigentümern. So müssen Lösungen gesucht werden. Das dicke Polster, das der Bund zur Verfügung stellt, das ist die Abgeltung der Arbeitslosen und Kurzarbeit. Das Einkommen, die Kaufkraft der Bevölkerung bleibt erhalten. Das ist eigentlich zentral. Und alles, was mit Unternehmen jetzt passiert, ist wahrscheinlich in den meisten Fällen auch eine Frage
der nächsten Jahre, der Struktur? Sind das Betriebe, die langfristig ein Überleben haben, gesichert ist? Oder gibt es eben auch Betriebe, die im Rahmen der Strukturveränderung, technologischer Entwicklung, Digitalisierung und so weiter nicht für die nächsten 50 Jahre bestehen? Das sind dann harte Entscheide, die zu fällen sind. Aber eine Krise muss eigentlich auch als Chance benutzt werden, um Strukturbereinigungen einzuleiten, die schon länger fällig waren. Das gibt es einfach. Sie kommen in einer Krise etwas rascher ans, auf den Radar als üblich. Und das sind dann harte Entscheide. Aber diese Diskussion führen wir, weil noch einmal, wir stehen in der schwierigsten wirtschaftlichen Situation seit 50 Jahren. Da genügt es nicht, ein Kerzchen anzuzünden und zu beten. Da braucht es dann möglicherweise auch harte Maßnahmen. Monsieur Gessa? Oui, une question peut-être pour Madame Masseret. Donc, on sait que la plupart des décès concernent les personnes âgées de 80 ans ou plus, plus de 70 décès hier. Est-ce qu'on sait où ces personnes décèdent? Est-ce que c'est principalement à l'hôpital ou alors dans les EMS? Je pose la question pour une collègue, tout comme celle-ci. Est-ce que, en ce qui concerne les procédures de tri des cas pour les soins intensifs, est-ce qu'on en est déjà là? J'ai malheureusement pas assez donné sur où se sont passés les décès de ces derniers jours, mais on va regarder ça de près. Et puis, est-ce que les critères de triage ont dû entrer en ligne de compte? À ma connaissance, non. À ma connaissance, les transferts de patients permettent de traiter tout le monde actuellement. Y a-t-il encore d'autres questions, Monsieur Storni? Eine Frage an Herr Bundesrat Maurer. Sie haben gesagt, eine Transformation ist im Gang. Also die Digitalisierung kann vieles helfen, aber gerade in der Gastrobranche oder in der Hotellerie ist das nicht der Fall. Da kann man nicht ein Mittagessen digitalisieren. Vielleicht sind es aber genau diese Unternehmen, die jetzt sehr hart getroffen sind. Also kann sich die Schweiz leisten, dass reihenweise Restaurants und Hotels zugehen? Im Einzelfall wird das jetzt in dieser Situation der Kanton beurteilen. Und ich gehe davon aus, dass die Kantone ihre Grundinfrastruktur beibehalten wollen. Aber wir alle wissen, wenn wir ganz ehrlich sind, dass es schon das eine oder andere Hotel gibt, das seit Jahrzehnten nicht investiert hat und dass diese Kurven früher oder später nicht schafft. Das kommt wahrscheinlich dann zum Vorschein. Aber das ist kein Todesurteil, sondern es besteht immer auch eine Chance, etwas zu ändern und etwas zu verbessern. Aber diese Prüfung können wir nicht in Bern vornehmen. Und wenn wir eine Prüfung in Bern vornehmen und wir Gelder verteilen, dann ist meine Intention immer, ich verteile Ihr Geld, oder ich schaue Ihnen in die Augen und schicke das in einen Betrieb, von dem ich nicht weiß, ob er Überlebenschancen hat. Das können wir uns nicht leisten, weil wir haben 10, 15 Jahre wirtschaftliche Schwierigkeiten und wir müssen die Mittel, die wir einsetzen, sehr gezielt einsetzen. Das ist die große Herausforderung und da sind die Kantone nahe dran. Und die Grundinfrastruktur mit Hotel und Restaurant, ja, ich liebe das alles auch. Aber ich weiß auch, dass ich nicht unbedingt in jedes Restaurant gehen würde. Das wissen wir alle auch. Aber das können wir doch in Bern nicht beurteilen. Diese Fragen kommen und die sind dann hart zu beurteilen. Vielleicht Herr Geier hat schon lange nervös. Drück während dem Reden. Nur zu dieser Frage, oder? Es ist klar. Ins Mikrofon reden. Vielleicht zur letzten Frage. Es ist natürlich jetzt so, dass in gewissen Branchen die Lage dramatisch ist. Und deshalb eilt es ja auch. Und diese Verordnung steht bereit. Und die Kantone können ihre Programme bzw. die Beteiligung des Bundes an den Ausgaben bereits ab dem 26. September anrechnen. Und die Verordnung ist jetzt so gemacht, dass die Härtefälle ja sehr groß, also sehr breit definiert sind. Also haben die Kantone einen erheblichen Spielraum, wie sie das anwenden. Und das ist ja das Wichtige, dass diese Verordnung schon bereit ist, 1. Dezember eingeführt, die Kantone sofort handeln können. Aber die Probleme sind unterschiedlich je nach Kantone. Die Hotels in den Bergen hatten einen guten Sommer, die Hotels in den Städten keine Auslandtouristen. Und deshalb können die Kantone dann viel genauer die Härtefälle aufspüren, aktiv werden und sie können vor allem auch viel genauer
abschätzen, was ist zumutbar für die Branche, was nicht. Und es gibt noch Abklärungsaufträge, aber die behindern das schnelle Vorgehen nicht. Monsieur Moser? Ja, Herr Maurer, Sie malen hier ziemlich ein düsteres Zukunftsbild, schon die ganze Pressekonferenz. Jetzt reden Sie von 10 bis 15 Jahren Misere, wo wir haben werden. Sagen Sie das einfach nur so daher oder haben Sie da auch da irgendwas abgesichert oder gibt es da Untersuchungen? Vielleicht kann Sie oder Herr Gaillard dazu etwas sagen. Ja, Sie können einfach einmal die Verschuldung nehmen, die der Bund jetzt zusätzlich eingegangen ist und wohl noch eingehen muss. Wenn Sie diese zurückzahlen wollen, abbauen wollen wieder in den nächsten Jahren, dann rechnen wir mit etwa 15 Jahren im Moment, oder? Aber auch das ist noch nicht fest. Das heißt, während 15 Jahren bauen wir Schulden ab und haben diese Mittel nicht für andere Ausgaben zur Verfügung. Wenn Sie nur einmal diesen Bereich nehmen. Und dann gibt es auch in der Wirtschaft natürlich viele Betriebe, Exportwirtschaft. Wir wissen nicht, wie sich das entwickelt, bis die wieder entsprechend auf die Beine kommen. Also, dass das ins nächste Jahrzehnt geht, davon bin ich eigentlich überzeugt. Nur so, wenn Sie die Schulden nehmen, dann ist es leider nicht anders möglich, als dass die Auswirkungen relativ lange spürbar sein werden. Sie werden mit der Zeit abnehmen, aber nach dieser wirtschaftlichen Situation kehren wir nicht innerhalb von wenigen Monaten in den Alltag zurück. Erlauben Sie mir noch eine Frage da. Müssen wir dann mit Steuererhöhungen rechnen in den nächsten Jahren, infolge von Corona? Eine Steuererhöhung wäre sicher falsch, weil die Wirtschaft braucht jetzt Luft und Spielraum und wir dürfen ihnen nicht mehr Geld entziehen. Wir müssen eher dann, wenn das wieder etwas normal läuft, sehr vorsichtig sein mit den Finanzen. Es braucht eine hohe Ausgabendisziplin und wir haben kaum Mittel zur Verfügung für neue Aufgaben. Das ist die Konsequenz dieser Situation. Wenn Sie dann auch noch die Herausforderungen nehmen für die Demografie, Altersvorsorge und so weiter, dann wird der Staat auch dort mehr Geld brauchen und auch die Wirtschaft. Also zusammengefasst, wir haben einfach in den nächsten Jahren eine Wirtschaft, eine finanzpolitische Situation, die es nicht erlaubt, über die Verhältnisse zu leben, also eine hohe Ausgabendisziplin. Aber eine Steuererhöhung würde ich einmal ausschließen, mit Ausnahme für Altersvorsorge, AHV. Dort ist es ja entsprechend vorgesehen. Aber sonst müssen wir es eigentlich schaffen ohne, weil gute Rahmenbedingungen für die Wirtschaft sind ganz zentral. Und das heißt auch, dass die Wirtschaft nicht mit neuen Auflagen belastet werden sollte. Ich habe vorher als Beispiel die Konzernverantwortungsinitiative genannt. Man kann über solche Dinge jetzt etwas vielleicht spotten, aber es dürfte natürlich Auswirkungen haben auf die Qualität des Wirtschaftsstandortes. Und immer dann, wenn wir es fertigbringen, Steuerzahler zu vertreiben oder keine neue ins Land zu holen, dann bezahlen wir das am Schluss. Also die guten Rahmenbedingungen sind ganz zentral und das hängt nicht nur mit Steuern zusammen, sondern mit einem guten wirtschaftlichen Umfeld. Und das ist schon meine Sorge. In guten Zeiten lebt man etwas sorglos und wir müssen wissen, dass wahrscheinlich die ganz guten Zeiten schon für eine Weile jetzt nicht mehr vorhanden sind. Immer noch besser als das umliegende Ausland. Das können wir immer als positiv sagen, oder? Aber wir können uns ja nicht mit den Schlechten in Europa messen, sondern wir müssen besser sein. Monsieur Storni. Une question, monsieur Berset, une question de compréhension en ce qui concerne les opérations électives. Vous lancez un appel au canton à les repousser, mais vous ne pouvez pas intervenir. Si un canton décide, nous on continue, la Confédération ne peut rien faire pour le moment, j'ai bien compris. C'est vraiment une tâche qui appartient effectivement au canton. Ça a été ainsi souhaité par le Parlement, mais il faut quand même être très clair. La question tout à l'heure sur les critères de triage et qu'ils ont déjà été mis en œuvre, on a 300 places de libre aujourd'hui dans les stations de soins intensifs sans avoir augmenté les capacités de loin pas, comme c'était le cas en mars. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce serait inimaginable et incompréhensible qu'il n'y ait pas une collaboration, une coordination entre les cantons pour faire face à ces situations lorsqu'elles sont difficiles. Et nous avons, dans certains cantons, des situations difficiles. Il y a, dans certains cantons, des systèmes hospitaliers qui, aujourd'hui, sont à la limite ou sont dépassés. Et c'est pour cela que nous avons absolument besoin de cette coordination qui fonctionne. C'est quelque chose de connu.
qui a toujours assez bien fonctionné jusqu'ici, mais on n'a jamais été non plus confronté à une situation aussi tendue, il faut être clair à ce sujet, et c'est la raison pour laquelle eh bien, nous appelons aujourd'hui avec le président de la CDS, l'ensemble des cantons, à faire face à leurs responsabilités. J'ai vraiment très bon espoir que ça fonctionne, parce que je crois que c'est aussi ainsi que les cantons peuvent faire la démonstration qu'ils sont en mesure de faire face à ce type de situation. Monsieur Grosjean. Une question encore à Monsieur Maurer. Un conseiller d'État genevois trouvait l'attitude de la Confédération incohérente. Il disait « Vous déversez des milliards par le biais du chômage partiel en subventionnant les gens, en leur assurant leur salaire. Et en même temps, vous vous montrez très pingre, vous donnez des « peanuts » entre guillemets aux entreprises, c'est-à-dire dans l'entreprise où ils travaillent, si on prend le cas de l'hôtellerie. Donc à quoi ça sert, entre guillemets, il disait, de déverser des milliards en chômage partiel pour des personnes si on laisse crever les entreprises derrière ? Ja, der Kanton Genf hat grundsätzlich gute Voraussetzungen mit hervorragenden Firmen und guten Steuerzahlern. Also der Kanton Genf, aber ich bin ja nicht hier, um Ratschläge zu geben. Aber ich denke, die Probleme, die Sie haben, müssen Sie selbst lösen. Der Bund hat keine gesetzliche Grundlage, um irgendeinem Kanton Sonderbehandlungen zukommen zu lassen. Wir haben unsere Gesetzgebung, wir haben den Finanzausgleich und alle diese Maßnahmen. Ich glaube nicht, dass im Moment für irgendeinen Kanton eine Sonderbehandlung weder negativ noch positiv angesagt ist, sondern wir müssen in dieser Situation alle gleich behandeln. Madame Novak. Sie haben angesprochen das Problem des Pflegepersonals. Das sei sehr müde und überhaupt, es habe zu wenig, oder da könnte ein Engpass bestehen. Wie ist es eigentlich? Gibt es Empfehlungen vom Seite des Bundes oder hat sich der Bundesrat mit der Frage beschäftigt, wie das mit positiv getesteten oder in Quarantäne steckenden Pflegeleuten ist, ob die weiterhin ihre Arbeit versehen sollen oder ob sie wie stark sie sich selber und andere schützen sollen. Oui, c'est clair que le personnel de santé qui est infecté, qui a un test positif pour le COVID-19, ne peut pas travailler. Les personnes, donc c'est à eux vraiment de faire attention de ne pas s'infecter. Bien sûr, les infections ont lieu en général en dehors du temps de travail, dans le loisir. Mais justement, comme le personnel est vraiment limité en nombre, un professionnel de santé qui a été en contact avec un cas infecté et qui devrait donc être en quarantaine peut avoir des dérogations s'il y a des pénuries de personnel, de manière à pouvoir travailler avec toutes les précautions, c'est-à-dire avec le masque, l'hygiène extrêmement rigoureux, etc., et donc d'être dispensé de la quarantaine pendant ses heures de travail, mais ça ne le dispense pas de la quarantaine en privé, évidemment. Darf ich nachfragen? Also positiv getestete Pflegepersonen ohne Symptome, die dürfen nicht arbeiten. En général, on teste les personnes qui sont symptomatiques. Non, les mêmes règles s'appliquent normalement pour le personnel de santé. S'il est infecté, qu'il doit rester en isolement. Il y a éventuellement des dérogations là aussi qui pourront entrer en ligne de compte en fonction de justement d'un test PCR qui deviendrait éventuellement négatif avant la durée habituelle de l'isolement qui est de 10 jours, pourrait éventuellement permettre à un professionnel de santé de reprendre le travail après 5 jours d'isolement plutôt que 10 jours. Donc il y a effectivement des possibilités, mais ce n'est pas la règle. C'est des exceptions pour ces situations. Monsieur Wacker. Eine Frage an Herrn Berse noch einmal zu den Wahleingriffen. Das ist im Covid-Gesetz geregelt, eben, dass der Bund die Kantone ermächtigen kann, dass sie auf diese Wahleingriffe verzichten. Und dann steht da aber auch, dass die Kantone neben diesen Wahleingriffen weitere zur Sicherstellung der Kapazitäten erforderliche Maßnahmen treffen sollen. Was sind diese weiteren Maßnahmen außer neben den Wahleingriffen? Ja, die Kantone sind zuständig für die Versorgungssicherheit generell. Übrigens in unserem Gesundheitssystem, wie es bekannt ist, das ist nicht der Bund, der
der mal Arztpraxen betreibt oder Spitäler betreibt. Das sind wirklich die Kantone, die das tun, die auch die Bewilligung für die private und für die Arztpraxen geben. Das heißt, die Kantone sind zuständig für die Versorgungssicherheit. In dem Fall, es kann bedeuten, einfach auf Wahleingriffe zu verzichten, teil oder komplett, aber auch der Ausbau der Kapazitäten. Es sind die zwei Möglichkeiten, die prima vista sehr schnell vorhanden sind. Und ich glaube, die Kantone, die haben auch gezeigt und bewiesen im März, dass sie das können. Klar, im März hat der Bund auch gesagt, bitte jetzt keine Wahleingriffe mehr. Die haben das gemacht, okay, aber die haben auch mal die Kapazitäten erweitert, ohne dass der Bund es verlangt. Und weil die wirklich diese Zuständigkeit und diese Verantwortung haben für die Versorgungssicherheit. Merci. Y a-t-il une dernière question, Monsieur Müller? Ich hätte noch eine Frage an den Chef der Armee. Beim letzten Armeeeinsatz in der ersten Welle gab es ja Berichte, dass Armeeangehörige auch in Pflegeheimen eingesetzt wurden, also eigentlich in Bereichen, die, wenn ich das richtig verstehe, ursprünglich nicht vorgesehen war. Ist das diesmal sichergestellt, dass das nicht geschieht? Wie eng abgesteckt wird dieser Armeeeinsatz sein? Zuerst einmal geht die Armee nur dorthin, wo sie wirklich gebraucht wird. Wir haben schon gehört, alle Gesuche werden geprüft. Ist aus Sicht der Armee sehr wichtig. Unsere Milizarmee bekanntlich sind Bürgerinnen und Bürger, die sind im Moment an der Arbeit. Und wir wollen die nur aus der Arbeit herauslösen für Einsätze, wenn sie wirklich gebraucht sind. Entscheiden über die Einsätze tut nicht die Armee, das sind die Gesuche. Die Gesuche werden vom Bundesstaat für Bevölkerungsschutz geprüft, dann priorisiert. Und wir gehen nur dorthin, wo eben bewilligte, geprüfte Gesuche vorliegen. Merci, Etil. Une toute dernière question. Ça n'est pas le cas, donc je vous propose de conclure ici. Je vous remercie d'avoir participé à cette conférence de presse et vous souhaite une excellente fin de journée.